Jojo, servus Leute, willkommen zu einem ja neuen oder beziehungsweise etwas anderen Video. Wir wollen heute ein, ja, ich sag mal, relativ ernstes Thema ansprechen. Es hat auch kein Gameplay im Hintergrund. Ja, es hat einfach einen Sinn, den oder den Hintergrund, ja, Es dass sollte wir einfach, dass ihr einfach, zuhört. Wir wollen, ja, dass ihr zuhört. es einfach auch, ja, genau, dass ihr einfach zuhört und uns, euch halt auf unsere Stimmen konzentrieren könnt, wenn das überhaupt ein paar Leute sehen. Jo, und zwar ist es jetzt der Fall, dass Maxi und ich uns jetzt. Wir haben gerade schon versucht, ein paar Mal aufzunehmen und ein paar Gründe zu nennen. Und zwar geht das Video heute um das Thema, dass wir, man könnte schon sagen, eine Pause haben wollen von YouTube und wir wissen nicht, also die ist unbefristet, wir wissen nicht wie lang und wann wir wieder anfangen. Und zwar hat es den Grund, dass uns, dass wir einfach die letzten Monate gar keinen Bock mehr drauf hatten, Videos zu produzieren. Da es einfach daran liegt, dass so ein Video zu produzieren ziemlich lang dauert. In unserem Fall dürfte das den ganzen Tag dauern. Mit Schneiden, Rendern, Hochladen, vor allem das Hochladen ist ziemlich aufwendig bei uns, da wir da 3 bis 4 Stunden einplanen dürfen, selbst beim 5-Minuten-Video, da wir einfach so eine räudige Leitung haben, dass man das einfach komplett vergessen kann. Dann kommt noch dazu, dass Max jetzt bald Prüfungen hat, das auch sehr stressig wird für ihn und jetzt gerade schon stressig für ihn ist und man darauf auch nicht mehr drauf eingehen sollte. Ich muss mich jetzt ranhängen, dass ich meine Noten halt, um nicht gerade zu verkacken, und das ist ziemlich stressig. Und yo, an unserem Kanal ist einfach das, dass wir, ihr seht es ja vielleicht, wenn ihr mal durch unsere Videos durchscrollt, total das Chaos herrscht. Und das muss sagen, ihr könnt zwar sagen, dass wir die Videos, wo Chaos drin sind, einfach löschen könnte, aber das wollen wir nicht, weil es einfach. Es bringt nichts. Es ist einfach. Wir fühlen uns einfach nicht wohl, finde ich. Also ich fühle Ja, mich auf dem ich, Kanal ne, nicht ich mehr denke wohl. genau. Ja. Und ich denke mir halt, entweder ich. Für mich, also für mich kommt nur in Frage, einen anderen Kanal aufzumachen und dann sowas zu machen. Also nach einer neuen Idee zu suchen, was es noch nicht auf YouTube gibt. Das ist zwar schwer, aber wenn man sich dafür Zeit nimmt und darüber nachdenkt, kommt vielleicht eine gute Idee und man kriegt noch mehr Aufmerksamkeit, weil zurzeit gehen die Klicks einfach so drastisch nach unten. Das ist unglaublich. Und ja, Maxi kann ja mal noch was dazu sagen, weil ich schon ziemlich lange darüber rede eigentlich. Ja, genau, und also ich finde, als wir den Channel halt aufgemacht haben, ich weiß nicht, ob das irgendwie von YouTube so ist, dass du da irgendwie, wenn du so deine ersten Videos machst, so einen Push bekommst. Auf jeden Fall haben wir da eigentlich richtig krasse Aufrufe bekommen. Wir haben selber nicht mehr gepackt, auch unser Kanal-Trailer hat ja schon 180. 180 Aufrufe oder so. Und da dachten wir uns auch so, hey, what the fuck, was geht jetzt ab? Da haben wir uns Und richtig gepusht, Alter. ja, dann haben wir halt auch gedacht, oha, das könnte vielleicht sogar was werden mit dem Channel. Ja, wir haben, also das ist halt der erste YouTube-Channel so von uns. Ich hatte zwar schon einen, aber es war ja auch nicht der Fall. Und ja, dann haben wir halt so gedacht, ja, könnte schon was werden, läuft auch jetzt voll gut von den Klicks her und so. Und ich meine, klar, wenn jetzt jemand sagt, ja, musst du bei YouTube nicht auf die Klicks schauen, ist ja schon klar, aber Jungs, wenn ich nicht auf die Klicks schauen soll in YouTube, für was muss ich dann Videos machen? Weil wenn ich einfach nur zocken und da vielleicht einen Klick bekommen, ja, dann kann ich auch gleich zocken und nicht aufnehmen, weil was bringt's mir dann? Ja, genau. Weil du gehst ja in YouTube und du willst halt was starten, du willst halt auch eine Community aufbauen und du siehst halt auch immer so viele Leute, die schon YouTube machen oder so und da kriegst du halt auch immer Bock drauf und ja, am Anfang ist halt immer so, dass die Idee ist halt immer relativ einfach, aber die Umsetzung nachher halt überschwer und ja. Das Ja, kann man meine sich Meinung. So vorstellen. Ihr habt mit euren Kumpels eine richtig fresh Idee. Ihr kauft euch mit euren Kumpels, keine Ahnung, sagen wir mal ein Fahrrad. Ihr habt vor, eine richtig geile Fahrradgang zu machen, Digga. So eine richtig geile Fahrradgang, Alter. Ihr cruist durch die Stadt und macht einfach alle fertig, Alter. Das geht 2 Wochen gut. Ich sag's euch, das geht 2 Wochen gut. Nach den 2 Wochen habt ihr keinen Bock mehr. Es ist vielleicht schlecht Wetter, vielleicht müsst ihr für die Schule lernen, so wie es bei uns jetzt im Fall ist. Oder ihr habt Fußballtraining oder sowas. Dann wird es alles immer weniger und irgendwann habt ihr keinen Bock mehr. In meinem Fall ist jetzt so, ich habe keinen Bock mehr gehabt, Videos zu produzieren, weil ich mir dachte, ich brauche den ganzen Tag dazu, die Videos zu rendern, zu schneiden, um das
für das, dass es dann nachher keiner sieht. Ja. Für alle, die es nicht verstehen, macht mal schnell, zieht es mal eine Woche durch, jeden Tag ein Video zu machen, zu schneiden, zu rendern und hochzuladen. Macht es mal eine Woche lang und ich schwör's euch, ihr habt danach keinen Bock mehr. Wenn man keine neue Idee hat, besteht man nicht auf YouTube. Es sei denn, man hat einfach eine richtig coole Person. Und ja, pusht oder so. Ja, genau. Sonst kommt man einfach nicht mehr weiter. Ihr denkt zwar, ja, die, keine Ahnung, weiß nicht, umgehst raus und weggekommen und hat keine coole Idee. Doch, der hat eine coole Idee gehabt. Früher hatte der eine richtig coole Idee. Und deswegen ist er auch so weit gekommen. Und wenn wir eine coole Idee am Start haben, werden wir auch wieder zurückkommen. Aber so na, kann ich mich damit einfach nicht identifizieren und das passt einfach nicht. Das passt einfach nicht mehr zu mir, sowas. Ja. Mir macht das Zocken einfach keinen Spaß mehr. Und wenn mir was nicht mehr Spaß macht, dann gehe ich da unmotiviert rein. Dann wird das scheiße. Und das ist dann einfach so. Und unser Kanal ist so durcheinander. Das wird einfach nichts mehr bringen. Selbst wenn wir alles löschen, dann müssten wir direkt unseren neuen Kanal löschen. Also unseren Kanal löschen und das wäre dann einfach nichts. Und auf jeden Fall. Das soll jetzt auch kein Rumgeflänge sein oder so. Nee, man echt nicht, aber das ist einfach so und kein Bock ist einfach. Ganz ehrlich, Real Life geht einfach vor und. Sag mal so, also wenn du wirklich dich so richtig reinhängst mit YouTube, ich weiß nicht. Aber ich denke so allgemein, wenn du mit Minecraft einfach was starten willst, das geht einfach das nicht geht mehr. Nicht mehr. Das geht nicht mehr. Was? Genauso wie mit Call of Duty. Genau, das wird einfach mal, nicht mehr gehen. Wie viele Leute das schon machen. Und ja, wie Till halt schon gesagt hat, wenn du keine neue Idee hast, dann kannst du gleich nach Hause gehen, Alter. Dann kannst du einfach auf der Salzbank gehen, Alter. Dann kannst du einfach Bankwärmer werden. Einfach Bankwärmer. Und ich meine, wir haben halt auch so gedacht, ja, eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde halt, wir sind schon richtige Mongos eigentlich. Ja, und ich, schon voll die Beschloss. Also, wenn du dir eigentlich so überlegst, dann ist das eigentlich schon. Ich feiere das manchmal selber, wenn ich irgendwie so höre. Vor allem das eine Video, Digga, wo du gemacht hast, das Bad Wars Video, das war mal überwitzig. Und ich denke halt, wenn wir sowas öfters machen oder einfach. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich auf so YouTuber gehe wie Unge oder sowas, dann ziehe ich mir nur die Real Life Video rein und dann war es das für mich, weil ich, ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock mehr zu zocken. Also auf Minecraft habe ich keinen Bock mehr. Ja. Deswegen. Ja, egal, ich meine, was du halt bringst, das ist eigentlich keine Aufmerksamkeit. Also, ihr müsst euch überlegen, so, was hat Gronkh gemacht? Gronkh hat zum Beispiel auch, der hatte eine Idee, yes. Minecraft. Damals kannte das noch keiner und jetzt hat er 3 Millionen Abonnenten. Ja, aber wenn jetzt ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt Minecraft-Videos machen. Ich glaube, mit 100.000, mit 20.000 kommst du da gut hin. Viel mehr, glaube ich. Ja, auf jeden Fall war das so mal eine Art Real Talk und wir warten jetzt mal ab und ich denke aber, dass es dann hinausläuft, dass wir entweder den Kanal stehen lassen oder ihn aber löschen und es tut mir zwar leid, aber naja, ich finde, ich kann mich einfach nicht mehr damit identifizieren und keine Ahnung, also. Ja, warte, ich kann mal kurz was sagen. Jo, und so wie gesagt, also du hast ja auch gesagt, wenn wir vielleicht noch eine geile Idee bekommen oder so, oder wir halt richtig Bock drauf haben, dann kommt vielleicht auch wieder was, aber wenn es so jetzt läuft, bringt es einfach nichts mehr und das würdet ihr wahrscheinlich auch verstehen. Ihr seht ja auch, wie viele YouTuber auch so quitten, weil sie einfach so. Vielleicht hast du dann auch mal 1000 Abonnenten, aber dann kommst du auch nicht mehr weiter. Und ich meine, wenn du halt wirklich was erreichen willst, viele sagen ja auch, ja, nach 3 Jahren haben wir 10.000 Abonnenten, das hat sich schon gelohnt, aber ich weiß nicht, ich kann halt nicht so lange warten, weil ich finde halt, also bei mir, bei Till auch, bei uns so Real Life und so geht halt einfach vor und ja, da passiert halt auch gerade voll viel. Ja, Digga. Also. Ja. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis dann, egal wann, und es hat sich gereimt, also haut rein. Ciao. Peace.